Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Es informieren Sie heute der Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Bauminister Christian Bernreiter. Herr Dr. Herrmann, bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die wie immer unter der Leitung des Ministerpräsidenten stattgefunden hat, Dr. Markus Söder im Kabinettssaal der Staatskanzlei. Die beiden Kollegen Aiwanger und Bernreiter sind dabei, weil sie auf ihre Themen jeweils besonders hinweisen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Ministerrat die jeweils zuständigen Ministerien beauftragt hat, die Programmpunkte, die der Ministerpräsident letzte Woche bei der Tagung in Banz ausgeführt und dargestellt hat, jetzt auch in die Umsetzung zu bringen. Also wir haben entschieden, dass die Phase der Umsetzung unmittelbar begonnen hat. Die Ministerien füllen diese politischen Ziele jetzt mit Leben. Im Gegensatz zur Ampel reden wir also nicht nur, sondern wir handeln. Ich will jetzt gar nicht alle Themen durchdeklinieren. Sie haben das ja sicher noch in Erinnerung von letzter Woche, aber als Beispiel eben der Bereich des Sozialministeriums ist betroffen durch die Fortführung der Sprachkitas. Ein wirklich wichtiges Thema, denn der Bund hat zu unserem großen Bedauern ja entschieden, diese wichtige Fördermaßnahme zu streichen, beziehungsweise jetzt bis zum 30.06. zu verlängern und dann ab 1.07. auslaufen zu lassen, wobei ja auch bis zum 30.06. verlängert wird mit Mitteln, die eigentlich nur umgeschichtet werden im Rahmen des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes, also für andere Dinge dann nicht mehr zur Verfügung stehen, ist eine Art und Weise, die ja nicht nur von uns, sondern wenn ich es richtig sehe, von allen 16 Sozialministern und Ministerinnen der Länder kritisiert wurden. Aber da jetzt auf den Bund zu warten, ist nicht unser Konzept. Wenn man mit den Kindertagesstätten vor Ort spricht, ist klar, dass die jetzt Planungssicherheit brauchen. Die müssen ja wissen, geht es weiter oder nicht, weil in dem Moment, wo man sagt, es geht nicht mehr weiter, fangen ja die Mitarbeiterinnen jetzt schon an, sich anderweitig zu orientieren und damit tritt Schaden ein. Das wollen wir nicht. Deshalb wurde eben beschlossen, dass wir das aus der bayerischen Politik, aus der bayerischen Perspektive verlängern werden. Wir halten das Ziel für wichtig und wollen das deshalb fortsetzen, also die Sprachkitas, das Sprachkita-Angebot und die Kollegin Schaaf wird entsprechend die Vorbereitung der Umsetzung jetzt vorantreiben. Ein anderes Thema beispielsweise ist die kostenlose Meisterausbildung, die ja auf den Weg gebracht werden soll nach 2024. Ist eins der Punkte, das der Ministerpräsident letzte Woche erwähnt hatte. Da wird es dann am Wirtschaftsministerium, Kollegen Aiwanger, sein, das entsprechend praktisch umzusetzen. Also die Frage, wie genau funktioniert es technisch in der praktischen Umsetzung dann, dass wir für 2024 dann startklar sind, beginnen also jetzt bereits die Vorplanungen, die konkrete Umsetzung. Und ein weiteres Beispiel sind die Technologietransferzentren. Da ist wiederum das Wissenschaftsministerium gefordert. Wir haben ja aktuell 30 derartige Technologietransferzentren, entweder im Bestand, die meisten davon, oder noch einige in der Umsetzung. Und es wurde ja jetzt beschlossen, dass wir die, also 15 zusätzliche Technologietransferzentren in ganz Bayern auf den Weg bringen wollen, umsetzen wollen. Dafür braucht es natürlich dann eben wiederum das Konzept vom Wissenschaftsministerium. Also nur an diesen drei Beispielen, glaube ich, sieht man ganz gut, wir packen jetzt schon an, und zwar die Aufgaben von morgen. Vielen Dank. Herr Wirtschaftsminister Aiwanger, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihr Interesse an einer Reihe von doch wichtigen Themen, die wir Ihnen heute verkünden wollen. Aus meiner Sicht als Wirtschaftsminister einer der wichtigsten Punkte heute die Erhöhung der Fördermittel für Wasserstoff- und Batterietechnologie im Zuge der sogenannten IPCEI-Projekte, also wichtige Projekte von gemeinsamen europäischen Interesse, wo wir als Bayern ja sehr stark in die Wasserstofftechnik und Batterietechnik reingehen, neben der Mikroelektronik. Und hier haben wir heute um 115 Millionen erhöht, ungefähr 50-50 für Batterie und Wasserstoff, um eine Reihe von Projekten
Großprojekten, muss ich dazu sagen, abzudecken. Da ist noch nicht dabei das Thema Wasserstofftankstellen oder Elektrolyseure im Kleinen für die Kommunen, was wir parallel laufen haben, sondern wirkliche Großprojekte. Ich nenne stellvertretend einige in Vohburg an der Donau, Ventogene GmbH will einen Elektrolyseur bauen mit 125 MW in Nähe zur Bayern-Oil-Raffinerie. BMW arbeitet an einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem, wo wir dann eben im Unterbau des Autos hier ja Flachbatterien einbauen können, um eben hier platzsparend entweder Batterie- oder Wasserstofftechnik einzusetzen im selben Fahrzeugtyp. Wir sind sehr stark dran an der LOHC-Technik, um Wasserstoff auch transportieren zu können aus dem osteuropäischen Raum, aus dem südosteuropäischen Raum, vielleicht über die Donau hoch, Wasserstoff eben an eine Trägersubstanz gebunden und dann relativ problemlos transportierbar. Wir haben ein Joint Venture zwischen Verbund und Green Hydrogen unterstützt in Töging am Inn, wo auch hier Elektrolyse in einer Größenordnung von 15 MW betrieben werden soll. Wir sind bei Wacker Chemie mit dran, wo auch innovative Industrieanlage Elektrolyse in Kombi mit Methanolsynthese erfolgen soll im industriellen Maßstab 20 MW. PEM-Elektrolyseur bei Robert Bosch GmbH in Bamberg, Großserienfertigung Brennstoffzellensysteme im Bereich Batterie, SGL Carbon in Meitingen für die Skalierung und Industrialisierung von Batterietechniken, BMW wieder mit Batterietechnik, dann Alumina in Redwitz an der Rodach. Wir sind bei Warta in Nördlingen mit dran, mit Batteriezellenfertigung, Lithium-Ionenzellen in Sonderformate, bei Warta AG in Nördlingen und so weiter. Also Sie sehen eine Vielzahl von Großprojekten, wo viele wichtige industrielle Player jetzt draufgehen, geben hierzu knapp eine halbe Milliarde Euro bayerisches Kofinanzierungsgeld zur Bundesförderung und haben eben jetzt diese Mittel an der Stelle um 115 Millionen erhöht. Ich wiederhole noch nicht dabei die Wasserstofftankstellen für LKWs, die sich auch einer großen Nachfrage erfreuen, und die Elektrolyseure, wo wir ja 150 Millionen für kleinere Elektrolyseure ausgeben wollen. Zweiter Punkt heute, Mobilfunkausbau. Kollege Bernreiter wird aus Sicht des Bauministeriums ergänzen. Ein paar Gedanken von mir dazu. Wir sind hier gestern auch massiv auf die drei Mobilfunkanbieter ja draufgegangen. Ich traue mir die Dinge auch zu nennen, dass eben die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur nicht erfüllt worden sind, auch nach unseren Messungen mit Abstand nicht erfüllt worden sind. Die Mobilfunkanbieter behaupten das Gegenteil und sagen, es sei erfüllt worden. Ich hoffe, dass an der Stelle jetzt auch der Kuschelkurs beendet wird. Ich bin zu aller Unterstützung bereit und werde gleich auch zeigen, was wir tun. Aber ich bin nicht bereit, mich mit den Mobilfunkanbietern arm in Arm hinzustellen und zu sagen, alles in Butter in Bayern, und gleichzeitig höre ich eben von den Kunden draußen, Autobahn, Bundesstraße, Bahn und so weiter, wenn sie unterwegs sind, ja, brechen die Gespräche ab, und parallel würde behauptet, wir hätten die 100% Abdeckung erreicht. Das ist nicht der Fall. Hier muss die Bundesnetzagentur auch jetzt andere Seiten aufziehen und muss sagen, liebe Leute, ihr müsst dann im Zweifel auch Strafzahlungen aushalten. Wenn ihr nicht gut begründen könnt, warum es so ist, wie es ist, als Bayern setzen wir uns entgegen der Meinung der Bundesnetzagentur sogar dafür ein, dass bei künftigen Vergaben diese 800 Megahertz Vergabe dann bis 2025 nicht mehr teuer versteigert wird, wobei viel Geld in die Staatskasse kommt, am Ende aber das Geld fehlt für den Ausbau. Also an der Stelle bin ich wieder der Freund der Mobilfunkanbieter. Ich hau nicht nur drauf, sondern helfe ihnen an der Stelle und sage, liebe Leute, ich setze mich dafür ein, dass ihr billiger diese Frequenzen bekommt, aber dann erwarte ich auch, dass ihr schnell und zügig und gezielt ausbaut.
und nicht hier schön Rechnerei betreibt. Das hat auch die Bundesnetzagentur in meinen Augen zu lange gemacht, hat weggeschaut und wollte lieber Erfolge verkünden, anstatt die Dinge beim Namen zu nennen. Und wir haben als einziges Bundesland ein Mobilfunkförderprogramm mit 130 Millionen Euro, wo wir Masten unterstützen, wenn Kommunen Masten bauen. Ein Mast kostet ja mittlerweile an die 1 Million Euro. Das unterstützt man mit rund 90%. Und dort können dann die Mobilfunkanbieter draufgehen, um weiße Flecken zu schließen, allerdings nur in Gebieten, wo sie keine Versorgungsauflage haben. Also ich kann denen nicht den Mast bezahlen, damit sie ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen, eine Bundesstraße abzudecken, sondern eben im ländlichen Bereich, wo sie ansonsten sagen, mit 99% Abdeckung, Ziel erreicht, Rest interessiert mich nicht. Dann gehen wir rein und sind hier als Bayern, als einziges Bundesland unterwegs. Allerdings erschwert uns jetzt hier die EU die Fortführung des Programms dahingehend, weil sie sagen, wenn wir einen Mast fördern und ein Mobilfunkanbieter installiert darauf seine Antenne, dann muss sie auch alle anderen Mobilfunkanbieter, die das wollen, auf seine Antenne drauflassen. Wir lassen jeden auf den Masten drauf mit seiner eigenen Antenne bis dato. Jetzt schärft die EU nach und sagt, wenn einer drauf ist, muss er auch alle anderen auf seine eigene aktive Infrastruktur drauflassen, was die Mobilfunkanbieter aber ablehnen und sagen, na tue ich gar nichts, ich baue doch nicht die Antenne, damit mein Mitbewerber bei mir mit drauf geht. Also da müssen wir Richtung der EU nochmal lauter werden, sonst können wir dieses Abdecken der letzten weißen Flecken eben nicht mehr vollziehen, weil die Mobilfunkanbieter diesen Weg nicht mitgehen. Nächster Punkt aus meiner Sicht, das Thema Härtefallfonds. Es war ja unser Ziel, bis Ende Januar den Härtefallfonds für die Betriebe, die aufgrund der Energiepreissteigerung in Existenznot kommen, auch scharf zu stellen. Es wird wohl gelingen. Der Bund hat mehrfach jetzt das Unterschreiben der Verwaltungsvereinbarung immer wieder um eine Woche verschoben. Aber jetzt soll der Termin wohl am kommenden Montag, just am 30. Januar, erfolgen, womit wir dann am 31. Januar, also gerade noch im Rahmen unserer Ankündigungen der letzten Wochen, unser Programm scharf stellen können. Kurz zu den Eckdaten. Wir sagen, jeder KMU-Betrieb bis zu 249 Mitarbeiter, der aufgrund der Energiepreissteigerungen in Existenznot gerät, bekommt von uns einen Zuschuss. Und zwar dann, wenn sein Energiepreis 2023 im Vergleich zu 2021 sich mehr als verdoppelt. Und zwar über alle Energieträger hinweg. Der kann, egal ob der Öl, Pellet, Gas, Strom, egal was er hat, wenn es sich mehr als verdoppelt, die Summe, die er beantragt, über 6.000 Euro ist als Bagatelle, damit wir nicht ein Massenprogramm haben und jeder holt ein paar hundert Euro ab, sondern wenn es hier wirklich an die Existenznot geht und wenn seine Ausgaben größer sind wie die Einnahmen, eben aufgrund dieser hohen Energiepreise, und wir lassen ihm sogar einen Unternehmerlohn von 2.000 Euro pro Monat stehen und wenn er Frau und Kinder hat, den Pfändungsfreibetrag. Also wenn er aufgrund der mehr als Verdoppelung des Energiepreises in die Existenznot kommt nach dieser Definition, dann kriegt er das Geld ersetzt, das über die Verdoppelung hinausgeht. Und damit haben wir, glaube ich, ein sehr griffiges Programm, das sehr gezielt Härtefälle abfängt und verhindert, dass jemand aufgrund Energiepreissteigerungen in Gefahr gerät. Andere Bundesländer diskutieren eine Vervierfachung des Energiepreises und dann würde man eine Monatsabschlagszahlung überwiesen bekommen. In meinen Augen überhaupt nicht zielführend. Ich glaube, wir sind hier sehr nah dran an der Realität. Also soll am 31.01. losgehen. Und letztes Thema, Thema Meisterausbildung. Ja, hier muss gehandelt werden, aber hier muss gezielt gehandelt werden. Die Meisterausbildung mit dem Meisterbonus von 2.000 Euro ist ein erster wichtiger Schritt. Aber wir sehen in vielen Fällen bei den Weiterbildungen, und zwar nicht nur bei den Handwerksmeistern, sondern auch bei den IHK-Berufen, bei Industriemechanikern und Ähnlichem, dass hier eben dann bei Weiterbildungen und Weiterqualifizierungen teilweise relativ hohe Kursgebühren anfallen. Und insofern
wollen wir jetzt ein Gesamtkonzept erarbeiten, wie die handwerklichen Berufe und die IHK-Berufe und alles eben in der praktischen Berufsausbildung hier Segelnde an Berufsabschlüssen weitestgehend entlastet wird. Wir hoffen, dass der Bund sich hier weiter noch betätigt und beteiligt. Sollte er das nicht tun, werden wir als Bayern diese Lücke schließen wollen und müssen, weil wir eben sehen, dass wir neben der akademischen Ausbildung auch die berufliche Ausbildung sehr stark pushen müssen, weil wir dort große Not an Personal haben. Wir müssen auch die Ausbildungsstätten auf neuestem Stand halten. Auch dafür geben wir viel Geld aus. Aber das ist uns die Sache wert. Und neben dem Thema Tag des Handwerks an den Schulen, der ja auch gut anläuft in Absprache mit den Kammern, wollen wir eben hier auch das Geld geben, damit Leute, die sich für diesen Berufswunsch entscheiden, nicht Nachsehen haben im Vergleich zu dem, wenn sie studieren würden. Also praktische Tätigkeit und praktische Berufe sollen in Bayern hier finanziell deutlich entlastet werden bei der Aus- und Weiterbildung. Vielen Dank. Und zum Abschluss Bauminister Bernreiter, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Kollege Aiwanger hat es ja angesprochen, wir haben uns heute mit dem Thema Mobilfunk beschäftigt. Wir haben, das Kabinett hat heute die Änderung der Bayerischen Bauordnung gebilligt. Wir sind uns einig, der Ausbau des Mobilfunknetzes in Bayern muss beschleunigt und vereinfacht werden. Wir brauchen einen flächendeckenden und beschleunigten Ausbau des Mobilfunks als wichtiges politisches und gesellschaftliches Anliegen und unverzichtbar für Bayern als Wirtschaftsstandort und für die Sicherheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger ist eben, dass der Mobilfunk überall funktioniert. Wir haben im letzten Oktober zusammen mit den Mobilfunkbetreibern und den kommunalen Spitzenverbänden den Pakt Digitale Infrastruktur unterzeichnet. Und Ziel ist, den Ausbau des Netzes in Bayern substanziell zu beschleunigen. Mit der heute beratschlagten Änderung der Bauordnung wollen wir hier einen wichtigen Schritt zu deren Umsetzung machen. Im Einzelnen sind folgende Regelungen vorgesehen. Erstens, zukünftig braucht es bei vielen Masten keine Baugenehmigung mehr. Das betrifft alle Masten im Innenbereich bis zur Höhe von 15 Metern und im Außenbereich bis zu einer Höhe von 20 Metern. Also wir haben beide Grenzen um 5 Meter angehoben. Zweitens, ohne Höhenbegrenzung gilt es künftig außerdem für alle Masten, die nur temporär für maximal 2 Jahre aufgestellt werden. Und damit wollen wir ermöglichen, dass bestehende Versorgungslücken im Mobilfunknetz schnell und unbürokratisch geschlossen werden. Drittens gilt es für alle Masten, die darüber hinaus weiterhin baugenehmigungspflichtig sind. Da wollen wir eine sogenannte Genehmigungsfiktion einführen. Das heißt, dass ein Mast automatisch nach 6 Monaten nach Einreichung der Unterlagen als genehmigt gilt, wenn bis dahin keine Genehmigung erteilt ist. Und zusätzlich wollen wir natürlich die Beschleunigung der erforderlichen Baugenehmigungsverfahren. Wir haben viertens im Gesetzentwurf enthalten, dass die Mobilfunkmasten im Außenbereich keine Abstandsflächen mehr einhalten müssen. Dadurch sind auch mehr Standorte möglich. Die Änderungen, die dienen der Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens. Abstriche bei der Sicherheit gibt es allerdings nicht. Darauf bestehen wir. Auch bei genehmigungsfreien Masten sind die Betreiber verantwortlich, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, zum Beispiel Brandschutz und die Standsicherheit. Wir haben uns dann heute auch mit Verkehrsthemen beschäftigt, mit wichtigen Verkehrsthemen, unter anderem mit dem vom Herrn Ministerpräsidenten angekündigten Ermäßigung des Deutschlandtickets für Studierende, für Auszubildende. Und wir wollen auch alle, die Freiwilligendienst leisten, hier mit inkludiert wissen. Und wir haben uns auch mit dem geplanten Bayerischen Radgesetz beschäftigt. Zum Ticket. Der Ministerpräsident hat ja in der Grundsatzrede letzte Woche bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion angekündigt, dass Bayern zusätzlich zum Deutschlandticket, das derzeit für 49 Euro im Monat erhältlich sein soll, dass wir eine Ermäßigung dieses Tickets für Studierende und Auszubildende für 29 Euro zum Start einführen wollen. Wir wollen diese Ermäßigung für Auszubildende, für Studierende und eben auch für alle, die den Freiwilligendienst leisten, zuverlässig und so schnell wie möglich umsetzen. Ziel ist es, dass das Ticket ab dem Wintersemester 23/24 zu haben ist.
alle beteiligten Ressorts arbeiten hier jetzt eng zusammen, stimmen alle wichtigen Inhalte und die Kostenverteilung ab. Der Freistaat wird hier erhebliche Mittel in die Hand nehmen. Wir sind auch mit den kommunalen Spitzenverbänden schon in Kontakt. Tatsächlich hängt die Einführung natürlich auch maßgeblich davon ab, wann das Deutschland-Ticket nun wirklich kommt. Die Arbeit läuft hier auf Hochtouren. Uns, und das möchte ich noch einmal betonen, liegt sehr viel an der schnellen Umsetzung, spätestens zum 1. Mai, also in wenigen Wochen. Ich bin ja immer belächelt worden, der Bernreiter bremst, also ich bremse gar nicht, ich war da sehr realistisch. Andere Kollegen, Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister, die der Grünen Partei angehören, haben das ähnlich gesehen. Und sie haben jetzt verfolgt, Freitag war nachmittags eine Arbeitsgruppensitzung, die wenig erfreulich war, und darum äußern sich alle, nicht nur der bayerische Verkehrsminister. Damit die Einführung zum 1. Mai klappt, muss der Bund bis dahin alle offenen Punkte klären. Der Herr Wissing spricht immer davon, dass das Deutschland-Ticket bald starten soll und die Länder sollen jetzt machen, also selbst sehr viele Antworten schuldig. So hat der Bund die Frage des Beihilferechts noch nicht abschließend mit der EU-Kommission geklärt. Außerdem setzen wir uns als Bayern für eine gerechte und schnelle Aufteilung der Einnahmen aus dem Ticket ein, damit auch die kleineren Unternehmen im ländlichen Raum ihr Auskommen haben. Und beim Vertrieb ist es genauso. Das Ticket darf es zur Einführung nicht nur digital geben. Längst nicht alle Menschen haben ein Smartphone. Das gilt auch für Ältere als auch für jüngere Schulkinder. Und deswegen brauchen wir Übergangsfristen. Die Länder haben sich einstimmig jetzt darauf geeinigt, dass es ein Jahr lang, also bis zum 30. April 2024, ein Papierticket auch geben soll. Der Bund lehnt das komplett ab. Es ist total unverständlich, warum der Bund sich hier einer Übergangsfrist verweigert. Dann wollen wir es sowieso digital wie vereinbart haben. Insbesondere muss der Bund sich auch damit beeilen, die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Beschlussfassung dazu ist auf Bundesebene Augenblick für den 31. März geplant. Also der Zeitplan ist sehr ambitioniert. Wie gesagt, da gibt es noch viele Fragen, die offen sind. An uns liegt es nicht. Wir wollen da so schnell wie möglich vorankommen. Zum RAG-Gesetz. Wir haben uns auch darüber im Kabinett mit dem Thema heute beschäftigt und dass wir ein RAG-Gesetz auf den Weg bringen wollen, damit wir den Radverkehr in Bayern weiter massiv stärken. Die Ziele des Gesetzes sind der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, um das Rad noch stärker in den Alltagsverkehr zu integrieren und gleichzeitig die Fahrradfahrerinnen und Fahrer zu schützen. Es soll, das ist mir immer wichtig, kein Verkehrsmittel gegen ein anderes ausgespielt werden. Das Rad ist vor allem im Verbund stark. Diese Stärke wird gezielt unterstützt. In Summe wird dies zu weniger Schadstoffemissionen, zu weniger Lärm, zu mehr Klimaschutz und Lebensqualität in den bayerischen Kommunen führen. Wir starten sofort mit der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs. Einige Inhalte hat der Herr Ministerpräsident ja bereits letzte Woche in Bonn skizziert. Wir wollen bis 2030 gemeinsam mit den Kommunen insgesamt 1500 Kilometer neue Radwege in Bayern bauen. Wir wollen die Fahrradmitnahme in S-Bahnen und im Regionalverkehr vergünstigen. Wir beabsichtigen, einen Härtefallfonds insbesondere für Radunfälle zu schaffen. Und wir wollen die Rechtstellung des Fahrrads im Konflikt mit anderen Verkehrsträgern verbessern. Weitere Inhalte und Ideen, die werden auch intern bereits diskutiert. Und über den Gesetzentwurf wird der Landtag beschließen. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem neuen Gesetz einen ganz starken Aufschlag machen, der das Radland Bayern weiter stärken wird. Ich möchte außerdem noch auf einen Punkt hinweisen, der jetzt auch an Fahrt nimmt. Wir haben ja uns auf den Weg gemacht, in Bayern unsere Verbünde auszuweiten. Wir haben derzeit aktuelle Diskussionen, insbesondere in Oberbayern. Dort gestern der Kreisausschuss im Landkreis Bad Tölz einstimmig dem Kreistag empfohlen, dass der Landkreis Bad Tölz zum MVV beitritt. Gleiches steht jetzt unmittelbar an in Miesbach und in Stadt- und Landkreis Rosenheim. Und auch der VGN wird sich erweitern, geplant um 8 Landkreise und kreisfreien Städte, Stadt- und Landkreis Coburg, Landkreis Kulmbach, Kronach, Stadt- und Landkreis Hof und die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth. Wir haben uns über die
Tarifierungsverluste entsprechend verständigt. Ich war die letzten Tage und Woche entsprechend mit den ehemaligen Kollegen und Kollegen aus der kommunalen Familie in Kontakt. Wir haben hier eine vernünftige Lösung gefunden und wir freuen uns, es ist auch signalisiert, dass alle mitmachen wollen und dass die Idee sehr gut finden und hier praktisch zur Verbunderweiterung vom MVV und vom VGN sich auf den Weg machen. Und dann hat uns heute, wie Sie auch gelesen haben, auch eine Nachricht über die PA erreicht, dass die Frau Bundesumweltministerin Lemke einen Stopp der Autobahnbauten fordert, also keine Neubaumaßnahmen. Alles, was in der Pipeline als Planung schon näher zu dem Bau ist, soll nicht gestoppt werden, aber weitere Planungen soll es nicht geben. Ich kann nur sagen, Bayern steht zur Autobahn als Verkehrsträger und wir werden da nicht gleich Bein geben. Wir haben ja nur noch wenige Projekte, die jetzt anstehen. Wir haben ein einziges Neubauprojekt, nämlich die A94. Die letzte Lücke westlich und östlich von Simbach in Niederbayern muss geschlossen werden zwischen Marktl und Malching, so circa 30 Kilometer geht es hier. Und wir haben einen ganz klaren gesetzlichen Auftrag. Das Projekt A94 ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans verankert. Und der Anschluss der Region Passau an München, der muss unbedingt erfolgen. Die Menschen dort haben es verdient. Also gefühlt, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre wartet die Region auf diese Autobahn. Und jetzt geht es nur noch um einen Lückenschluss. Und da werden wir uns natürlich massiv daran ins Zeug legen, dass das auch zu Ende gebaut wird. Und wir haben auch weitere Ausbauprojekte in Bayern, die im vordringlichen oder im weiteren Bedarf sind. Ich sage nur die A3 aktuell zwischen Deckendorf und Hengersberg, die A8 von München bis zur Grenze Salzburg, die A99 der Autobahn rund München-Ost und die A6 westlich von Nürnberg. Und wie gesagt, das sind alles Projekte, auf die die Menschen sehr lange warten und das muss alles entsprechend wie vereinbart umgesetzt werden. Die Straßeninfrastruktur, auch Autobahnen sind entscheidend für die Wirtschaft und auch insgesamt für den ländlichen Raum. Also, wenn man die letzten Tage so Äußerungen verfolgt, habe ich schon langsam den Eindruck, dass wir uns in Deutschland auf den Weg machen, alle zusammen vom Bürgergeld zu leben. Irgendjemand muss aber noch Geld auch verdienen, dass wir alle Ansprüche, die an den Staat gestellt werden, auch erfüllen können. Und ich kann nur sagen, beim Autobahnausbau werden wir den Bund nicht aus der Verantwortung entlassen. Und der Herr Bundesverkehrsminister Wissing, der muss sich hier innerhalb der Ampelkoalition durchsetzen. Unsere Unterstützung hat er da. Und es wird immer auf die Schiene verwiesen, dass die ausgebaut werden soll. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Ich habe auch mit Freude gelesen, dass es jetzt hier, dass auch in Berlin die Erkenntnis angekommen ist, dass man mehr Geld für den Ausbau der Schiene braucht. Schauen Sie sich aber mal den Haushaltsplan 2023 des Bundes an. Hier fehlen im Vergleich zur Großen Koalition im Jahr 2021 zum letzten Haushaltsplanentwurf oder dem Haushalt, dem verabschiedeten Haushalt, sage und schreibe mehr als 2 Milliarden Euro. Also ökologische Verkehrswende, Schiene minus 2 Milliarden zu 2021. Bei den gestiegenen Preisen, die wir haben. Also ich kann hier nur auch die Ampelkoalition ermutigen, hier mehr Geld für die Schiene ins System zu geben, ist größter Nachholbedarf. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Jürgen Umlauf, Frankenpost, der Neue Tag. Zwei kurze Nachfragen, Herr Bernreiter, zum Mobilfunkmasten. Wie groß war denn der Mindestabstand, den Sie jetzt abgeschafft haben, bisher im Außenbereich und ab wann ist die neue Bauordnung gültig? Ja, wir gehen jetzt in die Verbändeanhörung und dann praktisch ist die erste Lesung. Wir werden jetzt das zügig entsprechend durchziehen, dass wir das umsetzen können. Und also den Mindestabstand, das muss ich Ihnen nachreichen. Also bisher war halt die Gesetzgebung, ich glaube, 0,5 h. Oder 0,4 h, aber das schauen wir nochmal genau nach. Das habe ich jetzt aus dem Stegreif nicht dabei, sage ich. Darum müssen wir da nachschauen, dass wir da keine falsche Zahl nennen. Julian von Löwes, Bayerischer Rundfunk.
Auch zwei Fragen an Herrn Bernreiter zur Mobilität, Deutschland-Ticket. Einmal zum 29-Euro-Ticket. Sie sagen, ab Oktober wäre es möglich, Beginn des Wintersemesters 23/24, hängt aber vom Bund ab. Und Sie sagen, Bayern steckt da eine große Menge an Geld rein. Können Sie es ungefähr beziffern, wie viel sich Bayern dieses 29-Euro-Ticket kosten lassen will und wie viel da auch der Anteil des Bundes ist? Wenn ich den Ministerpräsidenten richtig verstanden habe, ist es ja auch ein deutschlandweit gültiges Ticket, weil da auch der Bund dazu zahlt. Nächste Frage gleich im Anschluss. Ja, also das sind jetzt die Feinheiten, die wir im Hintergrund derzeit abstimmen, auch mit den anderen Bundesländern. Da wird auch noch gerungen. Aber wie gesagt, wir werden entsprechend 20 Euro, die das dann im Freistaat Bayern kosten wird, pro Ticket, das verkauft wird, das deutschlandweit Gültigkeit hat, je nachdem, wie stark das alles in Anspruch genommen wird. Aber das ist schon in einem höheren zweistelligen Millionenbereich. Von bis kann das entsprechend dann uns kosten. Das ist auch mit dem Finanzministerium entsprechend abgestimmt. Da wollen wir entsprechend jetzt uns an die Arbeit machen. Da hängen viele Fragen dran, darum, das ist halt so schwierig, auch im Hintergrund. Da hat jedes Bundesland hat andere Systeme. Wir dürfen kein Geld aus dem System entziehen und wir machen uns mit auch den anderen Ministerien, die alle tankiert sind, gemeinsam in der Arbeitsgruppe auf den Weg, das so schnell wie möglich glatt zu ziehen. Und die zweite Frage zur Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai. Wie zuversichtlich sind Sie denn wirklich? Sie haben gerade gesagt, Sie bremsen nicht, aber es sind auch nur noch ein paar Wochen. Gelingt das? Kann der Bund diese offenen Fragen bis dahin klären? Was glauben Sie? Ja, wir reden lang genug. Ich sage mal, Sie haben die Diskussion verfolgt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir uns in Bremerhaven schon verständigt. Das hat jetzt erst wieder Druck gebraucht, dass der Bund sich auch zu Mehrkosten, zu die 50% Beteiligung bekennt. Also darum, Sie haben es ja gemerkt, also das war nicht jetzt ich, die Kollegin aus Bremen und der Kollege aus Baden-Württemberg, die sind mindestens so sauer wie ich, die haben sich auch entsprechend geäußert. Wir erwarten, dass jetzt die Fragen schnell geklärt werden und an uns soll es nicht scheitern. Also da, wenn der Wille da ist, ist der 1. Mai realistisch. Ich habe damals immer gesagt, 1. April. Das hätten wir für realistisch gehalten. Jetzt verzögert sich das mit dem Bundesgesetz und den ganzen Geschichten. Darum kann ich nur appellieren, dass man endlich diese offenen Fragen jetzt klärt, dass man Kompromisse eingeht. Die Bundesländer haben eine einheitliche Meinung. Und ich glaube, jetzt ist endlich an der Zeit, dass man die Diskussion beendet und handelt. David Prill von Sat.1. Ich habe zwei Fragen zum Mobilfunkausbau, Herr Aiwanger. Zum einen, Sie hatten gesagt, das Mobilfunkförderprogramm 130 Millionen Euro stehen da zur Verfügung. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz erzählen, wie das bisher genutzt wird und für wie lang praktisch das zur Verfügung steht. Ist es pro Jahr oder ein größerer Zeitraum? Und dann habe ich noch eine Anschlussfrage an die Baugenehmigungen. Bei den Mobilfunkmasten, da ist es ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch so, dass da immer wieder Bürger auch dagegen klagen. Rechnen Sie damit jetzt auch, dass da weniger geklagt wird oder betrifft es nur die noch höheren Mobilfunkmasten, die Sie auch schon genannt hatten? Vielen Dank. Also es geht hier um 130 Millionen Euro, die der Freistaat Bayern zur Verfügung stellt. Die sind noch nicht ganz ausgeschöpft, aber nahe dran, weil wir mittlerweile deutlich über 100 Förderbescheide ausgereicht haben an Kommunen, die einen Mobilfunkmast dann eben mit unserem Zuschuss errichten wollen. Wir sind mal gestartet, da kostete ein Mast einige 100.000 Euro, mittlerweile kostet er fast 1 Million Euro aufgrund der Baupreissteigerungen. Die ersten Masten sind errichtet und auch schon am Netz und im Laufe dieses Jahres gehen weitere ans Netz und jetzt wäre eben unser Wunsch, das Programm auch in den nächsten Jahren fortführen zu können. Also wir haben mit dem jetzt gerade abgelaufenen Programm noch Arbeit genug in den nächsten Monaten und auch im Laufe dieses Jahres und vielleicht sogar ins Jahr 24 hinein, aber dann müssten wir weitermachen können und wenn die EU sagt an der Stelle, ihr dürft nicht mehr neue Bescheide rausgeben mit diesen alten Bedingungen, dann ist das sehr schlecht für uns. Ja, also wie gesagt, wenn im Gesetz dann steht, dass innerorts mit 15 Meter und außerorts mit 20 Meter genehmigungsfrei ist, klagen kann man gegen alles, ob das dann erfolgreich hat oder nicht. Auf jeden Fall hat es keine aufschiebende Wirkung. Und bei den anderen, zum Beispiel, wo eine Baugenehmigung erteilt wird, kann natürlich der Nachbar, sonst nicht jemand oder direkt der Nachbar, könnte natürlich dann da als Betroffener auch dagegen klagen. Das läuft halt wie bei jedem anderen Bauvorhaben auch. Stefan Mack von Antenne Bayern.
Herr Bernreiter, auch nochmal zum 49-Euro-Ticket. Der CSU-Kollege Lange aus dem Bundestag warnt heute vor einem kompletten Scheitern des 49-Euro-Tickets. Er erwartet Einzellösungen der Länder statt bundesweitem Einheitsticket, weil eben der Bund noch so viele Fragen im Moment offen lässt. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass es am Ende jetzt wirklich noch ganz scheitern könnte und die Länder mit individuellen Lösungen ums Eck kommen? Na, die Gefahr sehe ich jetzt nicht wirklich. Wir wollen das ja alle. Also, wie es war, also wenn man jetzt schon so ein Ticket einführt, hat das wirklich den Reiz, dass es deutschlandweit gilt, dass man nicht wieder an Landesgrenzen ein neues Ticket braucht, dass man wieder auf das und das aufpassen muss. Darum glaube ich, also von der Sache her sind alle Länder, die Verkehrsminister, sich einig, dass wir das jetzt umsetzen. Es ist um viel die Finanzierungsfrage gegangen, die Benachteiligung des ländlichen Raums, braucht die ganzen Diskussionen nicht wieder erneut aufwärmen. Aber jetzt, wenn man dann einen Kompromiss geschlossen hat, muss man dazu stehen. Und darum denke ich an das Scheitern überhaupt nicht. Wir sind eigentlich immer ins Gelingen verliebt. Und darum kann ich jetzt nur sagen, die Fragen gehören jetzt schnellstmöglich geklärt. Und dann bringen wir das Ding auf den Weg. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit schließe ich die Pressekonferenz. Vielen Dank.